Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zur 38. Episode des Kunstverkaufen Podcasts, dem Podcast, in dem du natürlich als bildender Künstler endlich verstehst und umsetzen kannst, wie man erfolgreich die eigene Kunst vermarktet und letztendlich auch verkauft. Und auf dem Weg dorthin sind natürlich Strategien, Taktiken und so weiter notwendig. Aber heute geht es um einen sehr wichtigen Bestandteil, und zwar die Basis, Mindset. Ich habe jetzt in den letzten Folgen das ein oder andere Mal angesprochen zum Thema Mindset. Und die Rückmeldung war relativ eindeutig. Ihr wollt mehr zu dem Thema hören. Mindset, wie baut man sowas auf? Und worauf sollte man da achten? An wen sollte man sich vielleicht sogar orientieren? Weil ich bin ja auch nur eine Art Messenger. Ich bin jetzt auch kein Halbheiliger oder sowas, der wie alles richtig macht. Auch ich habe meine Probleme, meine Fehler. Und deswegen kann ich eigentlich nur euch zeigen oder dir zeigen, woran ich mich auch orientiere und wo ich für mich selber auch in den letzten Jahren entdeckt habe, was für mich funktioniert und was auch für Künstler funktioniert, die ich zum Teil eben auch betreut habe. Und heute geht es eben um stoische Philosophie. Deswegen heute 6 stoische Weisheiten für erfolgreiche Künstler. Ja, ist ein bisschen weit gegriffen. Was ist denn wirklich auch Erfolg? Und ich bin der Meinung, Erfolg bedeutet Erfüllung. Ja, wenn du dich erfüllt fühlst und endlich die Dinge tun kannst, die du willst, aber auch gleichzeitig die Dinge nicht mehr tun musst, die du nicht tun willst. Und das geht am besten, indem man eine starke Werte- und Überzeugungs- so ein System hat, in dem man sich wiederfindet, in dem man sich authentisch fühlt und man eben auch auf Herausforderungen, die man im Vorfeld vielleicht nicht vorhergesehen hat, eben auf eine stoische Art und Weise reagieren kann. Mit Stoik wird oft so Gleichgültigkeit beschrieben. Ja, also ich bin kalt, gleichgültig und pragmatisch. Das ist nicht wirklich der Kern dieser Philosophie. In der stoischen Philosophie geht es oft darum, auf eine gesunde Art und Weise mit äußeren Einflüssen klarzukommen, ein vernünftiges Leben zu führen, ohne sich durch seine Emotionen hin und her reißen zu lassen und impulsiv zu reagieren oder vielleicht sogar Geltungskonsum das eigene Leben dann irgendwie beeinflussen zu lassen oder führen zu lassen. Wie oft sieht man denn auch im Fernsehen und gerade auch bei superreichen und super erfolgreichen Menschen, dass sie sich gerne durch ihr Äußeres oder ihr Auftreten dann zu bestimmten Käufen oder Handlungen motivieren lassen. Und deswegen geht es darum, eine gewisse innere Ruhe zu kultivieren, um aus dieser inneren Ruhe heraus dann auch auch vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Und ich habe hier 3 Bücher, die ich immer wieder lese. Die lese ich schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Hier ist Epictet. Ich zeige es jetzt für diejenigen, die sich das jetzt auf Spotify oder iTunes anhören, einfach in die Kamera. Da haben wir Epictet. Ja, das ist auch ein Philosoph der stoischen Schule. Das Buch vom geglückten Leben. Was ich besonders sehr interessant finde, ist hier die Meditationen von Marc Aurel, also Wege zu sich selbst. Die hat er geschrieben, während er Germania eingenommen hat. Und dann haben wir natürlich Seneca, Glück und Schicksal. Das sind einfach philosophische Betrachtungen zum Beispiel von der Kürze des Lebens. Das ist ein sehr interessantes Buch, das hier mit drinnen ist, also von der Kürze des Lebens, von der Ruhe des Gemüts, vom geglückten Leben, von der Vorsehung, von der Muße. Ich persönlich finde von der Kürze des Lebens sehr interessant, weil irgendwie man sich selber auch wiederfindet in diesen Aussagen, weil er schreibt da Briefe mit einem Freund und unterhalten sich eben über das alte Rom und wie die Menschen sich selber wahrnehmen und welche Probleme sie haben. Und irgendwie haben wir genau dieselben Probleme, wie eben auch die Römer damals hatten. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoll, sich das auch mal anzuhören. Und deswegen haben wir heute eben diese 6 Weisheiten. Und wir beginnen gleich mit Seneca. Und zwar, weil es nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Das ist ein Zitat von Seneca. Eigentlich heißt es ja anders. Du lernst ja nicht für die Schule, du lernst für das Leben. Das ist aber Blödsinn. Man muss sich auch überlegen, was sind das für Schulen und in was für einem Institut sitzen wir und was ist denn das Ziel dieses Instituts? In den meisten Fällen geht es darum, eben Geld zu verdienen. Wenn du beispielsweise Künstler bist, um das jetzt auf deinen persönlichen Fall anzuwenden, und du bist an der Kunstakademie oder lernst Kunstgeschichte, dann geht es natürlich den Status quo und die Werte und Überzeugungen, die diese Lehrinstitution mitbringt, dann zu bekräftigen und ihr
ja, die Institution an sich zu stärken. Das bedeutet, wenn ich bestimmte Lehrmeinungen habe, die von bestimmten Professoren oder Doktoren oder wie auch immer geprägt wurden, dann werden diese weiterhin auch als Paradigma angesehen und dann bedeutet das auch für dich als Künstler, genau diesen Paradigmen zu folgen. Was an sich in der Kunst keine gute Geschichte ist, es wird sehr viel Kunst gemacht anhand von irgendwelchen Paradigmen, die kein anderer Mensch auf dem Planeten irgendwie versteht, ohne sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Beispielsweise Konzeptkunst. Mal ganz ehrlich, was soll das? Ja, das hat nichts mit Kunst zu tun, meiner Meinung nach. Das ist einfach nur theoretische Haarspalterei und es hat nichts damit zu tun, was Kunst eigentlich sein sollte. Kunst sollte den Menschen gehören und sollte auch die Menschen beeinflussen und in irgendeiner Art und Weise inspirieren, vielleicht was besser in der Welt zu tun oder sich selbst zu hinterfragen. Ja, das sind die Dinge, die wichtig sind. Was man eben auch in der Social Science Fiction beispielsweise in Osteuropa, also Social Science Fiction Literatur in Osteuropa beobachten konnte, weil dort eben direkte Kritik am Regime nicht möglich war und deswegen wurde Literatur genutzt in einer Science-Fiction-Manier, um dort eben auf diese Engpässe und auf diese Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Und das hat sehr wohl auch dazu beigetragen, dann diese Regime zu stürzen, beziehungsweise den Menschen einen Blick dafür zu schaffen, was ist denn wirklich relevant und was nicht. Und Kunst hat genau diese Aufgabe, Veränderungen zu inspirieren. Und wenn es dann darum geht, einfach nur theoretische Haarspalterei zu betreiben, um dann teuer diese Kunst zu verkaufen, dann hat es den Zweck verfehlt. Und das ist genau das Problem. Man sollte sich immer überlegen, wofür lernt man das, was man da gerade vorgekaut bekommt. Ja, nicht unreflektiert die Dinge einfach nur annehmen und als Fakten betrachten, sondern in den meisten Fällen handelt es sich wirklich um einfach etablierte Meinungen, die irgendjemand sich überlegt hat. Das wurde irgendwann mal als Faktum einfach festgelegt und deswegen beziehe ich mich hier auch auf Seneca, fast 2000 Jahre her, diese Weisheit, nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Deswegen ist auch für dich als Künstler wichtig, für dich selbst einen Weg einzuschlagen, der dir dabei hilft, deine Kunst dann auch vernünftig umzusetzen. Das heißt, such dir auch die Meister raus, die für dich interessant sind, die wirklich auch die Technik umsetzen, die für dich interessant ist. Beginne zu imitieren, beginne das neu zu interpretieren und dann entsteht daraus Innovation. Diese drei Stufen hatten wir auch schon mal in einem Podcast angesprochen. Und es hilft dir ja dann auch dabei, wirklich eine eigene Handschrift zu entwickeln. Genauso auch, wenn es um das Thema Vermarktung oder einfach um das Leben eines Künstlers geht. Orientiere dich an den Leuten, die das Leben haben, das du haben möchtest und dort sind, wo du jetzt oder dort waren, wo du jetzt gerade bist. Das heißt, orientiere dich daran, wer hat die Ergebnisse, wer kann dir wirklich sagen, worum es geht. Und wenn es auch darum geht, beispielsweise die Steuern oder so zu regeln, dann gehst du halt zu einem Steuerberater, der sich damit auskennt, nicht zu irgendjemandem, der darüber bloggt. Ja? Deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, wem höre ich zu? Ist das wirklich auch sinnvoll für meinen Weg? Und dann kannst du eben Schritt für Schritt pragmatisch einfach dein Ziel verfolgen, ohne dich hin und her reißen zu lassen von Ideologien, die vielleicht eine ganz andere Motivation innehaben, als du eigentlich für dich selbst vertreten möchtest. Ja, so würde ich das formulieren. Die zweite Weisheit. Es kommt nicht darauf an, über die notwendigen Eigenschaften eines guten Mannes dich zu besprechen, vielmehr ein solcher zu sein, Marc Aurel. Und genau darum geht es oft auch im Kunststudium, dass man sich darüber Gedanken macht, was denn ein Künstler ausmacht, wie ein Künstler sein sollte, was er nicht tun darf und was auf gar keinen Fall zu seinem Credo gehört. Und deswegen finde ich das auch wieder ein sehr schwarz-weiß kontrastisches Denken, dass man Menschen vorschreibt, wie sie sein sollen. Ich finde, gerade Künstler sollten die Freiheit haben zu entscheiden, wie sie sein möchten. Das bedeutet vielleicht auch, dass der Künstler für sich selbst entscheidet, ich möchte in Chanel und Gucci-Klamotten rumlaufen und glitzernde Kunst machen. Ja, dann ist es halt seine Art, mit diesen Dingen umzugehen, die in ihm vorgehen und das dann eben auch zu kommunizieren, ist sein ehrliches Recht und auch das ist ein gutes Recht und auch bedeutet das, dass man für sich selbst auch entscheiden darf, möchte ich den Erfolg oder möchte ich keinen Erfolg. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Menschen wirklich vorzuschreiben, was falsch und was gut ist, gerade wenn daran niemand Schaden nimmt,
Beispielsweise, was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder auch mitbekomme, dass Künstler in ihren Künstlereien dann immer wieder mit Kritik konfrontiert werden, wenn sie selber für sich Erfolg beanspruchen wollen, wenn sie sagen, ich möchte viel ausstellen, ich will endlich damit Geld verdienen, ich will endlich Leute erreichen, die das auch zu schätzen wissen, was ich mache, während alle anderen Künstler dann in diesen Kreisen sich eher so in diesem Bohemian-Lifestyle sehen und sich abseits der Gesellschaft irgendwie platzieren möchten, um dort dann eine Ideologie zu folgen, die halt keinem Scheitern ausgesetzt ist. Ja, wenn man natürlich das Feedback von seinem Umfeld braucht, um eben auch zu entscheiden, was ist denn der nächste logische Schritt, um auch Kunst erfolgreich zu verkaufen. Wenn man sich diesem Feedback aussetzt, dann hat es viel mit Zurückweisungen zu tun. Ja? Und wer sich ein bisschen psychologisch auskennt, weiß, dass eben Zurückweisungen wir als fast schon physiologischen Schmerz wahrnehmen. Ja, wenn wir ständig zurückgewiesen werden, dann ist es sehr schmerzhaft. Und deswegen gibt es Menschen da draußen, die sich auch gerne einfach breit aufstellen. Ich mache das, was ich will. Ich mache das, was mir gerade so einfällt. Und so muss das gemacht werden. Ja, also es wird immer wieder darüber gesprochen, wie es gemacht werden muss, weil man selber es gerne so machen würde und weil das halt vielleicht auch ein verstecktes Motiv hat, mit dem man vielleicht versucht, ja, eben Zurückweisungen aus dem Weg zu gehen. Also es geht da sehr, sehr in die Tiefe. Man sollte sich nicht überlegen, wie sollten alle anderen Menschen sein, sondern am Ende geht es darum, eben die Veränderung in der Welt zu sein, die man auch sehen möchte, ne? Gandhi, super, jetzt habe ich auch Gandhi zitiert, das hatte ich jetzt nicht vor. Aber du verstehst, worum es geht. Es geht letztendlich darum, dass man für sich selbst überlegt, was ist deine persönliche Wahrheit? Meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit und andersrum auch nicht. Und dementsprechend sollte jeder für sich, gerade auch Künstler, die ja frei sein sollten, für sich selbst entscheiden, was ist denn der richtige Weg? Was ist der richtige Weg für mich? Und wen kann ich mit meiner Kunst erreichen, der vielleicht denselben Werten und Überzeugungen folgt wie ich selber? Ja? Die dritte Weisheit, ja? Arbeite an deinem Inneren, da ist die Quelle des Guten, eine unversiegbare Quelle, wenn du nur immer nachgräbst. Marc Aurel. Wichtig, wichtig, sehr, sehr wichtig. Also gerade auch Künstler, die sehr viel mit ihrem Unterbewusstsein arbeiten, gerade wenn du kreativ arbeiten musst, das hat ja nichts mit Rationalität zu tun. Da geht es ja darum, wirklich etwas Neues aus dem Nichts zu schaffen und das entsteht ja aus deinem Unterbewusstsein. Das kannst du ja bewusst nicht steuern. Deswegen ist es wichtig, sich auch mit genau diesem, mit dieser inneren Kraft auch auseinanderzusetzen. Das hat jetzt nichts besonders Spirituelles, das kann man ja auch mit Neurowissenschaften belegen und vor allem die Meditation. Praxis jahrtausendelanger religiöser Praktiken, die Buddhisten, Inder, diese Hindus, da gibt es ja sehr viele Praktiken, die man anwenden kann. Und gerade die stoischen Philosophen haben immer wieder davon gesprochen, dass man, wenn man sich im Sturm der Herausforderungen irgendwie wiederfindet und man gar nicht weiß, in welche Richtung man sich orientieren soll, dann geh raus spazieren. Ja, das sagt so ziemlich jeder. Marc Aurel hat davon gesprochen, Seneca hat davon immer wieder gesprochen, Epiktet und so weiter, haben immer wieder davon gesprochen, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du nicht weißt, in welche Richtung du gehen sollst, dann geh raus spazieren, weil du dann irgendwie wieder eine gewisse Balance reinbekommst. Und dieses ständige zur eigenen inneren Ruhe zu finden, ist sehr, sehr, sehr wichtig, gerade für Künstler, die so auf dem schmalen Grat zwischen Genialität und Verrücktsein balancieren. Und da kann es dann sehr schnell passieren, dass man ja vielleicht sogar ein bisschen depressiv wird, wenn man nicht weiß, was da gerade passiert und warum das passiert. Deswegen ist so die Balance ganz interessant. Und deswegen bin ich auch ein Verfechter von Meditation. Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass ich die Joe Dispenza Meditation sehr interessant finde. Für alle anderen würde ich, die jetzt noch nie meditiert haben, würde ich einfach empfehlen, dass sie sich vielleicht mit der Headspace App auseinandersetzen oder vielleicht die Calm App, also Calm App, also generell Meditation. Wird vielleicht, also was ich letztens auch mitbekommen habe, Meditation wird immer wieder gerne als Medikation
gesehen. Ja, das bedeutet dann so, mir geht's schlecht und jetzt meditiere ich. Na, so funktioniert es nicht. Das ist wie Zähneputzen für den Verstand und für den Geist. Das heißt, es muss schon jeden Tag gemacht werden, auch wenn es bedeutet, nur 5 Minuten am Tag. 5 Minuten am Tag sich hinzusetzen, sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass man nicht die eigenen Gedanken oder Emotionen ist, sondern sie beobachtet, dann gibt es einem eine unglaubliche Freiheit, dann auch die Dinge zu tun, die für einen selbst wichtig sind und dann eben auch den wichtigen Schritt zu gehen und vielleicht etwas auch Großartiges schaffen zu können. Wenn da drin in deinem Kopf zu viel Chaos ist, dann kannst du das nicht ordnen und dann wird es sehr schwierig, auch diesen Business-Teil und eben auch das Künstlerische miteinander zu verbinden, um dann eben auch so viel Reichweite für dich auch zu generieren, dass du halt positiven Einfluss auch schaffen kannst mit deiner Kunst. Wenn du dann halt diesen Weg nicht gehst, wenn du auf dein Inneres nicht hörst, wenn du da nicht weiter nachgräbst und schaust, dass du auch zur Ruhe kommst, dann wird es sehr, sehr schwierig, diese ganzen komplexen Dinge unter ein Dach zu bekommen. Und es macht Spaß. Also ich persönlich meditiere sehr gerne. Ich habe auch sehr gerne einfach auch meine Ruhe. Ja, einfach auch mal kein Krach um einen herum und auch keine Bildschirme. Vielleicht auch einfach nur ein Notizbuch und einfach mal aufschreiben, was einem so in den Sinn kommt. Oder wenn man rausgeht, in den Wald geht oder sowas, einfach auch mal die Gedanken schweifen lassen und schauen, was kommt denn hoch? Welche Gedanken kommen denn hoch? Was ist denn jetzt gerade präsent und warum ist es präsent? Ja, mit der eigenen Intuition auch zu kommunizieren und dann versteht man auch, was einen selbst motiviert. Und dann wird es auch einfacher, Motive zu finden, die erstens dir gefallen und zweitens auch den Menschen, die du erreichen möchtest. Dann haben wir die vierte Weisheit. Nichts bringt uns mehr vom Weg zum Glück ab, als dass wir uns nach dem Gerede der Leute richten, statt nach unseren Überzeugungen. Seneca. Ja, Instagram, ja, das ist genau dieses Gequatsche, was man immer wieder auf Instagram sieht. Jeder sagt dir, dass du auf Instagram sein musst, du musst dich darstellen, du musst dich fotografieren, am besten in Unterwäsche, also gerade auch die Männer. Nee, aber darum geht's ja. Es ist so weit entfernt von dem, was wirklich wichtig ist. Es ist essentiell, dass du verstehst, wen du erreichen möchtest und wer für dich wirklich wichtig ist. Das sind Leute, die deine Kunst kaufen und vor allem, was halt noch viel wichtiger ist, ist die Qualität deiner Arbeit, weil die ist dann schwierig zu imitieren, dich einfach visuell zu imitieren oder Reichweite zu schaffen. Ist sehr, sehr einfach, wenn man das nötige Budget hat, was aber dann entscheidend ist, ist dann das Produkt, also die Kunst, die Erfahrung, die der Kunde dann mit dir verbindet und deswegen ist es wichtig, an allererster Stelle zu verstehen, wen möchtest du erreichen und sich dann auf diese Menschen zu konzentrieren. Dann hast du vielleicht 1, 2 Leute in deinem näheren Umkreis, denen du wirklich Vertrauen schenkst, die halt auch die Technik auch verstehen, die du anwendest, deine Methode, um deiner Intention auch ein gewisses Gesicht zu verleihen. Und dann hast du auf der anderen Seite eben die Leute, die deine Kunst mögen, die halt auf die Geschichten reagieren, die du ihnen erzählst und eben auch auf dein Marketing. Also gerade die Leute, die dann in deinem Newsletter drin sind und mit dir interagieren, auf deine Sachen reagieren, das sind wirklich wichtige Persönlichkeiten und wichtige Feedbackpunkte, die du nutzen kannst, um eben auch dich selber anzupassen. Denn keiner von uns ist von Grund auf perfekt. Ja, man redet immer in der Kunst auch davon, ja, der Künstler darf sich nicht beeinflussen lassen. Das ist ziemlich egoistisch. Ja, die Kunst gehört nicht dem Künstler, sondern dem Volk. Und darum geht es letztendlich auch. Deswegen muss man verstehen, wo ist denn die Schnittmenge aus dem, was mich interessiert und aus dem, was den anderen interessiert. Gute Kommunikation erkennt man daran, wie sie ankommt und nicht daran, wie sie sich für einen selbst anfühlt. Ja, das hört sich jetzt cool an. Oh, das sieht jetzt cool aus oder so. Das ist nichts wert. Ja, das interessiert keinen da draußen. Es interessiert erst die Menschen, wenn sie sich persönlich davon angesprochen fühlen. Und das ist auch das Problem mit der Kunstbranche an sich, weil das kein Mensch versteht. Und deswegen ist deine Aufgabe es auch, dann eben ganz genau sich zu überlegen, auf wen höre ich? Höre ich auf Galeristen oder auf Kunstkritiker, die eigentlich meine Kunst nicht kaufen? Oder höre ich lieber auf die Leute, die meine Kunst wirklich kaufen möchten und nutze eben die Galeristen als strategische Partner? So hat jeder irgendwie einen Teil seines, also jeder so sein kleines Kuchenstück. Und man profitiert davon, aber ohne sich abhängig zu machen von der Meinung einer Person oder von
Meinungen mehrerer Personen, die eigentlich nicht für den direkten Erfolg deiner Kunst zu tun haben oder irgendwie dran beteiligt sind. Und so kannst du für dich selbst entscheiden, ja, das ist jetzt essentiell für mich, dir höre ich zu, dir höre ich nicht zu. Stell dir mal vor, du hättest jemanden wie Kanye West oder wie jemand anderen da draußen, der sehr, sehr viel Kritik abbekommt. Wenn der auf alles hören würde, was auf ihn einprasselt, dann würde er schon längst keine Musik mehr machen. Deswegen konzentriere dich auch auf die Dinge, die für dich wichtig sind und konzentriere dich vor allem auf die Leute, die du erreichen möchtest, die für dich essentiell sind, und dann wird es auch gut funktionieren. Nummer 5. Ah, wir sind schon beim vorletzten. Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Marc Aurel. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Also ich achte vor allem gerne drauf, wenn ich meine Coaching-Calls auch mache oder auch mich mit Künstlern aus der Ikonenschmiede-Akademie unterhalte, dann achte ich darauf, welche Dinge sie sagen, um auch zu erkennen, wo sind denn ihre Polaritäten. Ja? Also gerade in der Kommunikation geht es dann darum, auch herauszufinden, wo sind denn sehr, sehr starke Überzeugungen da. Ja? So, das mache ich überhaupt nicht. Alle so oder die meisten, die das tun, sind ja böse. So in dem Sinne. Ja? Das hört man ja immer wieder. Um sich selbst zu rechtfertigen, damit man ja, das irgendwie als moralische Begründung nutzen kann. Ja, die meisten, die Marketing nutzen, manipulieren ja. Man hat keine statistischen Werte dazu. Es sind einfach nur Dinge, die aus irgendwelchen, sind Annahmen, die aus irgendwelchen Emotionen herausgefällt werden. Ja, oder die meisten Künstler, die das und das machen, sind so und so. Ja, oder was auch immer. Deswegen muss man sich ganz klar überlegen, was sagt man denn? Ja, meistens ist es so, dass halt erst Gedanken im Vornherein sind und dann kommen ja erst die Dinge, die man sagt. Das heißt, wenn du jemanden darüber reden hörst, wie er beispielsweise etwas sehr kritisiert in seinem Umfeld, dann kannst du dir vorstellen, dass es in seinem Gedankengut sehr stark verfestigt ist. Deswegen achte sehr darauf, was du tagtäglich sagst. Auch wenn du das Gefühl hast, ja, ich meine es ja nicht so, das ist ja nur das so dahergesagt. Nein, es gibt sowas wie nur so dahergesagt nicht. Alles, was du sagst, ist ein Spiegel dessen, was in dir vorgeht. Und selbst wenn es witzig gemeint ist, es ist trotzdem Teil deiner Identität und es ist Teil deiner Sprache. Und letztendlich ist auch dein Unterbewusstsein so weit davon beeinflusst, weil es halt nicht unterscheiden kann zwischen Fiktion und Realität. Wenn du dir Dinge vorstellst, vor deinem geistigen Auge beispielsweise, wie du von einem Säbelzahntiger verfolgt wirst, dann wirst du im Körper natürlich eine bestimmte Reaktion spüren. Genauso ist es aber auch, wenn du bestimmte Gedanken immer und immer wieder hast. Ne? Gedanken werden zu bestimmten Glaubenssätzen und diese Glaubenssätze beeinflussen dann letztendlich auch, was du dann in deiner Realität wirklich umsetzt. Wenn du der Meinung bist, dass die meisten Künstler sich verkaufen, ja, ihre Seele verkaufen, wenn sie Marketing nutzen, dann wirst du selber nicht erfolgreich sein, weil du dich selbst natürlich nicht als so ein Mensch sehen möchtest. Ja, wenn du sagst, erfolgreiche Menschen oder Menschen, die gerne Geld haben möchten oder viel Geld haben, sind Snobs, sind böse Menschen, dann wirst du niemals viel Geld haben, weil du dich selber nicht in dieser Rolle sehen möchtest. Das ist ein ganz normaler Selbstschutzmechanismus und deswegen ist es für dich wichtig, ganz klar zu beobachten, was geht in deinem Kopf vor, welche Dinge sagst du ständig. Ja, diese Gedanken färben eben deine Realität und deswegen ist das, was jetzt auch Marc Aurel gesagt hat, ne? Ich weiß nicht, wann er das gesagt hat, ich glaube, vor knapp 2000 Jahren auch, als er Germanien eingenommen hat oder zumindest versucht hat. Das sind Dinge, die es schon immer uns beeinflusst haben. Und deswegen ist für dich wirklich, wirklich wichtig, beobachte, wie andere Menschen denken, was andere Menschen sagen und vor allem ertapp dich mal selbst dabei, wie du bestimmte Polaritäten aufbaust. Ja? Es ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Sobald du Schwarz-Weiß-Denken hast, wirst du zu 100% dich selbst einschränken auf irgendeine Art und Weise, vielleicht auf eine subtile Art und Weise oder auf eine sehr direkte Art und Weise, aber Polaritäten werden dich davon abhalten, Chancen zu sehen, Möglichkeiten zu sehen, deine Kunst den richtigen Menschen zu zeigen und dann eben auch positive Veränderungen zu inspirieren. Und die letzte stoische Weisheit für erfolgreiche Künstler ist, und das ist die wichtigste, von Epiktet. In unserer Macht sind Urteil, Bestrebung, Begier und Abneigung, mit einem Wort all das, was Produkt unseres Willens ist. Nicht in unserer Macht sind unser Leib, Besitz, Ehre, Amt und alles, was nicht unser Werk ist. Das bedeutet, konzentriere dich einfach auf die Dinge, die du wirklich kontrollieren kannst und vergiss
und ignoriere die Sachen, die nicht in deiner Macht stehen. Wenn Teil deiner Kunst es ist, sich über Umweltschutz aufzuregen, ja, und da irgendwie eine Veränderung zu inspirieren, dann natürlich, bitte beschäftige dich damit. Wenn aber deine Kunst sich mit der Natur beschäftigt und du siehst irgendwie wieder dir irgendwelche, wie soll ich sagen, Verschwörungstheorien an darüber, dass die komplette amerikanische Regierungsriege aus Echsenmenschen besteht und so, und dann regst du dich darüber auf. Das zieht dir so viel Energie, das zieht dir so viele Möglichkeiten, dann wirklich deine Kunst auch vernünftig umzusetzen, dass du halt nie wirklich gut darin bist. Ja, du hast 100 Einheiten, 100 Energieeinheiten am Tag, so kannst du es metaphorisch betrachten, und wenn du 50 Einheiten davon in völlig unsinnigen Blödsinn verschwendest, weil du da halt auch viel Emotionen da reinlegst, dann hast du nicht die Energie, um wirklich geniale Arbeit zu schaffen. Deswegen isolier dich, such dir die Sachen aus, die für dich wirklich essentiell sind. Ja, geh mit einer gewissen Sympathie an diese Sachen ran, ja, die auch um dich herum passieren. Verstehe, hab Verständnis, ja, vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl, aber lass dich nicht mitreißen emotional von den Dingen, die um dich herum passieren, die halt jetzt dir dabei helfen, wirklich deine Kunst voranzubringen und dann eben auch einen positiven Beitrag zu leisten. Weil wenn du dich mitreißen lässt, dann musst du dir die Frage stellen, kann ich was verändern? Und wenn die Antwort ja ist, dann verändere was. Wenn du nichts verändern kannst, dann ist es einfach nur wie ein kleines Kind, das auf dem Boden sitzt und rumschreit, weil es halt jetzt kein Spielzeug hat oder das Spielzeug im anderen Raum sitzt oder steht oder liegt. Ja, deswegen, es geht darum, dass du dir wirklich Gedanken darüber machst, was kann ich persönlich wirklich beeinflussen, worauf habe ich Einfluss, was kann ich verändern, und das sollte Teil deiner Aufmerksamkeit sein, denn mit dem Internet, mit Social Media, mit dem ganzen Zeug hast du so viele Fallstricke, in die du dich verstricken kannst, und dann beschäftigst du dich mit Dingen, die dich eigentlich nur davon abhalten, was wirklich essentiell ist, und zwar für dich wirklich eine positive Veränderung in der Welt zu inspirieren mit deiner Kunst und eben auch dich als Künstler weiterzuentwickeln. Das kannst du eben nur, wenn du dich fokussierst, und da gibt es unzählige Beispiele dazu. Deswegen ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, wenn man sich aufregt, wenn man wütend wird. Okay, es ist vielleicht ein wichtiges Problem, ja, Umweltschutz beispielsweise oder Rassismus und solche Dinge sollten natürlich jetzt nicht total ignoriert werden, da bin ich absolut auf deiner Seite. Letztendlich ist es aber dann doch die Frage, lohnt es sich, sich ständig wütend zu sein deswegen, und dann die eigene Aufmerksamkeit, die man den Dingen schenken könnte, die wirklich was Positives verändern könnten, wenn diese Energie dann verloren geht und verpufft im Nichts und eigentlich zu keiner Aktion führt, nichts verändert, dann sollte man sich wirklich aufs Essentielle konzentrieren. Alright, das waren jetzt die 6 stoischen Weisheiten für erfolgreiche Künstler. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Daumen hoch bitte, das hilft auch dem Algorithmus, dass es mehr Künstler sehen. Und hinterlass mir doch einfach mal einen Kommentar. Wenn du das jetzt anhörst auf iTunes oder Spotify, dann hinterlass doch einfach einen Kommentar auf Instagram. Schreib mir einfach, und dann weiß ich auch, ob es dir gefallen hat. Ansonsten, alle, die sich das jetzt auf YouTube anschauen, einfach mal einen Kommentar hinterlassen, was du vielleicht im nächsten Video auch hören möchtest. Und soweit möchte ich das jetzt auch mal beenden und wünsche dir einen schönen, was haben wir heute, einen schönen Dienstag, und wir hören uns übermorgen. Bis dann.